Brixen-Freie Universität Bozen. Interdisziplinäre Tagung zum Thema der Beziehung zwischen Bild und Vorstellungskraft. Ein Highlight des Programms bildet sicher der Vortrag von Oliviero Toscani. Zwei intensive Arbeitstage an der Fakultät für Bildungswissenschaften. In erster Linie hat man über die Beziehung zwischen Bild und Vorstellungskraft gesprochen, das heißt, wie Bilder Vorstellungen in sich speichern können, wie sie aber auch im Betrachter neue Vorstellungen hervorrufen können. Wir gehen natürlich von der Grafik aus, die meinen Bereich darstellt. Es kommen aber auch die visuellen Kommunikationen, die Pädagogik und Didaktik, aber auch die Psychologie vor. An der Tagung haben Mathematiker, Physiker, Soziologen, Musikwissenschaftler und so weiter teilgenommen. Alle konnten sich untereinander austauschen. Das, glaube ich, ist der wichtigste Erfolg dieser Veranstaltung. E questo credo che sia il successo principale di questa manifestazione. Ziel der Tagung ist es auch, die Beziehung zwischen Bild und Vorstellungskraft aus den verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Dies gelingt am besten, wenn Fachleute unterschiedlichster Disziplinen zusammenkommen. Starfotograf Oliviero Toscani, der die Beziehung zwischen Bild und Vorstellungskraft als Fundament seiner Arbeit betrachtet, hat interessante Überlegungen eingebracht. Immaginare vuol dire immaginare e mettere per immagini. Sich etwas vorstellen heißt etwas in Bilder fassen. Wir haben also eine doppelte Bedeutung. Einerseits denken und andererseits Bilder schaffen. Sich etwas vorstellen ist eine Tätigkeit, der wir nicht mehr genügend Platz einräumen. Die Vorstellungskraft ist aber von größter Bedeutung. Sie kann nicht durch die Technik ersetzt werden. Wenn du dir die Zukunft vorstellen willst, brauchst du kein Handy, sondern genügend Freiraum für dich selbst. Devi staccarti da tutto ciò che è tecnologia, devi solamente ascoltare te stesso. Rund 350 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 14 Ländern haben für die Tagung ihre Beiträge eingebracht. 140 von ihnen haben an den zwei Tagen am Campus Brixen ihre Forschungsergebnisse aus den unterschiedlichsten Bereichen vorgestellt.